Natthis und Goldmund erzählt die Geschichte zweier junger Männer, die vor allen Dingen um ihre Freundschaft kämpfen und eine gewisse Seelenverwandtschaft haben. Wie ist das für euch im privaten Leben? Wie wichtig ist euch Freundschaft? Freundschaft gehört für mich zu den Grundbedürfnissen. Jetzt war ich da gleich ans Knie gefasst. Das, okay. Das sieht man nicht in der Kamera. Entschuldigung, ich fange nochmal an. Also Freundschaft gehört für mich zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Einfach wie Umgang miteinander, wie. Möchtest du diese Frage beantworten? Weil ich hänge gerade. Jetzt komme ich. Nee, ich würde sagen, was das Schöne ist an der Freundschaft, die in dieser Geschichte erzählt wird und auch an Freundschaften im wirklichen Leben, dass die ganz oft dann besonders intensiv werden, wenn man in dem anderen das komplette Gegenteil sieht und wenn man so unterschiedlich ist. Also wenn es da Dinge gibt, die man bewundert oder die man vielleicht auch beneidet, wo man aber auch durch den anderen nochmal einen ganz anderen Blick auf die Welt bekommt. Also das finde ich immer besonders schön an Freundschaften, dass man Menschen so intensiv und nah erlebt, dass man die Welt anders sehen kann. Und ja, das ist für mich das Stärkste. Und ansonsten ist es Geborgenheit auch natürlich. Ja. Und dazu muss man auch offen sein und fähig sein, eine andere Weltsicht einfach anzunehmen und sich zu überlegen, ist das was für mich? Und das ist etwas, was in der heutigen Zeit einfach sehr fehlt. Diese Fähigkeit zur Empathie, einfach etwas nicht aus seinem Blickfeld zu sehen. Der Junge wird Pfaffe. Ich kann ihn nicht mehr ansehen. Ich hasse Natthis. Ich Goldmund. Hey Natthis, hast du einen besten Freund? All unsere Liebe muss Gott gehören. Wir drei können ja zusammen Freunde sein. Du, ich und Gott. Ich finde, vor allen Dingen in Zeiten von Instagram, wo es halt nicht um Freunde geht, sondern um Follower, wird die Begrifflichkeit von Freundschaft irgendwie so ein bisschen verschoben. Und ja, absolut. Also der Begriff ist inflationär in Verwendung. Und ich glaube, wir müssen wieder zurückkommen zu dem eigentlichen, zu der eigentlichen Bedeutung, die Freundschaft ausmacht. Und da geht es nicht um das Wort Freundschaft, sondern um den Inhalt, der ist definiert. Und da muss jeder für sich herausfinden, was bedeutet das für mich jetzt und in Zukunft. Ja, aber das gilt ja für alles eigentlich. Also, dass man einfach guckt, dass man auch wirklich die Dinge auch noch erlebt und nicht nur glaubt zu erleben. So, das ist ja das, was, weiß ich jetzt nicht, Instagram oder so einem auch vortäuscht, ne? Was mich zu einer Frage führt, die ich eigentlich später stellen wollte. Und zwar gibt es ein Zitat, da sagst du, glaube ich, ist es nicht mutiger, rauszugehen und Fehler zu machen? Das warst du. Narzisst. Ja. Wenn ich mich erinnere. Ja, klar, da kommt er in Zweifel, ob das Leben, das er Gott gewidmet hat, ob es für ihn selbst quasi erfüllend genug war. Weil, wo wir gerade bei Instagram waren, er hat es nicht selbst erlebt, sondern kennt es nur von anderen. Wie ist es für euch? Also ich weiß nicht, erstmal würde ich natürlich auch sagen, dass ich anstrebe, alles selbst zu erleben und mitzunehmen und dass da drin das große Glück, dass da drin auch das große Glück liegt. Und ja, trotzdem merke ich, dass es genauso wichtig ist, auch immer wieder zu sich zu kommen in so Ruhephasen und sich auch zurückzunehmen und eben nicht sich in alles hineinzustürzen, weil das hält man auch auf Dauer nicht aus. Und ja, ich glaube, man muss sich so Pausen gönnen. Man muss immer mal wieder Narziss sein, um dann auch Goldmund sein zu dürfen, so würde ich das sagen. Schön gesagt. Und man muss ja nicht alles selbst erleben, man kann ja auch aus den Fehlern anderer lernen. Und da muss ich so etwas wie der Holocaust zum Beispiel nicht wiederholen. Was auch immer du da draußen gesehen hast, gehört nicht hierher! Vielleicht gehöre ich auch nicht mehr hierher! Meister Niklaus, ich habe eure Maria in der Kathedrale gesehen. Ich muss von euch lernen. Armut? Gehorsam, Keuschheit, ein Leben lang? Es ist meine Bestimmung. Er soll mich auch küssen. Nein! Goldmund, was ist denn passiert? Mehr als in ein Leben passt. Ich glaube, es gibt niemanden, der noch nie irgendetwas von Hermann Hesse gehört hat oder nicht irgendwann einmal Narziss und Goldmund gelesen hat
lesen musste. Ich glaube, es geht euch genauso. Wie ist es, als Schauspieler in einer Adaption mitzuwirken, die eigentlich so eine Bedeutung hat? Also es ist ja nicht einfach ein Drehbuch. Also ich kann mir vorstellen, dass es nochmal eine Ecke anders ist. Es ist eine große Bürde, weil jeder Leser hat seine eigene Innenansicht dieses Buches. Und so sieht Goldmund aus, so sieht Narziss aus, so sieht das Kloster aus, in dem sie anfangs leben. Und wir sind jetzt halt in der Position, all diesen verschiedenen Ansichten gerecht werden zu dürfen. Und das ist eine Bürde, aber auch ein Geschenk, weil es ist eine unglaubliche künstlerische Herausforderung, so breit gefächert zu versuchen, zu bedienen und nicht wirklich nur meine eigene individuelle Sicht zu bringen. Weil es ist ein demokratischer Prozess am Set, wo wir da stehen mit dem Regisseur, Janis, ich, wir diskutieren viel, wir schauen, was wäre der richtige Weg. Und das ist eine große Freude, aber wie gesagt, auch eine große Bürde. Ja, und trotzdem glaube ich für uns natürlich als Schauspieler immer am wichtigsten, dass man sich einfach der Vision des Regisseurs hingibt und dass man daran glaubt. Und da, glaube ich, muss man sich frei machen von all dem Drumherum und was denkt jetzt der drüber und was denkt der drüber, sondern man darf darauf vertrauen, dass man selber Teil von einem Versuch ist, von einem Versuch von Tausenden, diese Geschichte zu verfilmen. Und das ist, ob es den Versuch wert ist, merkt man eben daran, ob da jetzt ein Regisseur vor einem sitzt, der irgendwie schwammig daherredet, was er für ein großes Kino machen will, oder ob er wirklich einen Plan hat und eine Liebe für die Geschichte. Und das war bei uns so. Und deshalb habe ich mich nur darauf konzentrieren können. So. Ja? Ich habe den Film natürlich schon gesehen und der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Was mögt ihr besonders an diesem Film? Die Tatsache, dass ich mitspiele. Kleiner Scherz. Der Film ist für mich so etwas wie ein Prisma geworden, das durch die Fantasie der Zuschauer, die jeder ihre eigene Ansicht haben über das Buch und so weiter, wenn sie aufmerksam sind und sich darauf einlassen, auf diese Übersetzung, die wir da geschaffen haben, dann geht dieses Licht der Zuschauer durch dieses Prisma und es entsteht ein Farbregenbogen. Ich war, schauen Sie sich das Plakat an. So ist der Film geworden. Nein, der Film ist besser als das Plakat. Ich finde, in jeglicher Hinsicht, also einfach so eine besondere Geschichte, weil man, glaube ich, da rausgeht und man sich eben an sein eigenes Leben erinnert fühlt und vielleicht einfach, manchmal ist es ja so einfach, dass man einfach Lust hat auch auf die eigenen Freundschaften wieder oder auf die Liebe und auf jede mögliche Begegnung, so, dass man sich voll reinstürzt selber ins Leben. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, das kann der Film sehr gut. Was ich toll finde an dem Film ist, dass es Menschen sind, die das Schicksal wirklich nicht schont, aber trotzdem geben sie nicht auf, sie werden nicht bitter, nicht sarkastisch, sondern sie behalten diese positive Lebenskraft bei. Und das ist etwas, was ich äußerst bemerkenswert finde. Hab viel Gutes und viel Schlechtes erlebt. Aber auch große Schönheit. Ich habe mich ein Leben lang hinter meinen Büchern versteckt. Narziss, dies hier ist deine Bestimmung. Du hast immer gesagt, die Welt ist göttlich, dass es keine Antworten gibt, nur große Fragen. Ist es nicht mutiger, hinauszugehen, Fehler zu machen? Auf Instagram hast du ein Video hochgeladen, bei dem dir die Haare abrasiert wurden. Wie viele Drehtage musstest du mit dieser Frisur durch die Gegend laufen? Es waren 2 Monate und dann war Drehschluss am 1. Oktober, glaube ich. Und ich musste die so beibehalten, weil Plakatshooting war am 15. Oktober. Deshalb hatte ich die Freude noch ein bisschen länger als die Dreharbeiten. Wie hat sich das angefühlt, mit so einer komischen Frisur durch die Gegend zu laufen? Es ist erstmal kühl. Was ich nicht kannte, weil ich habe da oben viel Haar irgendwie so. Dann musst du es kräftig mit Sunblocker einschmieren, weil die kleinste Sonneneinstrahlung verursacht irgendwie eine Verbrennung da oben. Aber ich wusste mir abzuhelfen. Ich habe mir einen schicken Panama-Hut gekauft und den habe ich auch getragen außerhalb der Dreharbeiten. Also wir haben diesen wunderbaren Hashtag
Film ist Liebe. Deswegen frage ich meinen Interviewpartner immer zum Schluss eines Interviews, den Anfang dieses Satzes aufzugreifen und mit dem eigenen Wort, Gefühl, was auch immer, zu komplettieren. Also Film ist... Ich mach mal... Ich würde draus machen, Film ist komprimierte Erinnerung. Film ist motivierend fürs ganze Leben. Und das hast du jetzt total motiviert gesagt. Ja, ich hätte gerne was Tolles gesagt. Das ist mir nicht so eingefallen. Sei doch mal kreativ jetzt. Film ist motivierend fürs ganze Leben. Oh, schön. Dankeschön, damit kann ich arbeiten. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.